Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um One Love von Lauren Blakely gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Warum ziehe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich Spaß sage, so die Schultern hoch? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir schon öfters aufgefallen beim Schneiden, dass ich immer die Schultern hochziehe. Macke halt. Naja, egal. One Love gehört zu One Dream von Lauren Blakely. Ich weiß jetzt nicht, ob es für diese beiden Bücher direkt eine Reihenbezeichnung gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehören diese Bücher so in etwa so zur gleichen Reihe. Sieht man ja auch von der Optik her. Die sehen sich auch sehr, sehr ähnlich. Und ja, One Love ist wie gesagt der zweite Teil dieser Reihe und hat aber mit dem ersten in dem Sinne nichts zu tun. Das sind zwei eigenständige Geschichten, die man auch unabhängig voneinander lesen kann. Und ja, an dieser Stelle sollte vielleicht auch noch erwähnt sein, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ich den zweiten Teil auch bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut und ja, konnte es kaum erwarten, dieses tolle Buch zu lesen. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer damit an, dass ich euch erzähle, worum es in One Love geht. In diesem Buch geht es um Penny und Penny ist Leiterin eines Tierheims in New York und Penny hat ein Riesenproblem, denn ihr Caterer für das Fest, was am Wochenende stattfinden soll, hat abgesagt und Penny braucht jetzt so kurz vor knapp einen neuen Caterer und sie ist sehr, sehr verzweifelt und ihre Assistentin hat für sie verschiedene Termine ausgemacht, die sie an diesem einen Tag noch wahrnehmen soll, um Ersatz zu finden und ja, sie stellt dabei fest, dass das eine Restaurant Gabriel gehört und Gabriel und sie verbindet eine Vergangenheit. Die beiden haben 10 Jahre zuvor sich kennen und lieben gelernt und wollten dann in New York ein neues Leben anfangen, aber Gabriel ist niemals aufgetaucht und Penny weiß bis heute den Grund nicht, warum und sie hat diesen Schmerz auch irgendwie nie überwunden und Penny muss dann auch wirklich allen Mut zusammennehmen, um in dieses Restaurant zu gehen, um dort selbstsicher aufzutreten und um halt einfach nicht ihm Vorwürfe zu machen. Und ja, als Penny dann in dieses Restaurant kommt und Gabriel sie sieht, ist seine Reaktion ganz, ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und ja, was mit Penny und Gabriel passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und mehr möchte ich zu dieser Geschichte auch nicht verraten, denn dieses Buch ist ein sehr, sehr kleines, feines, dünnes Büchlein und dieses Buch hat 198 Seiten, deswegen möchte ich jetzt nicht zu viel von der Geschichte vorwegnehmen. Ich kann aber nur sagen, dass mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat. Genau wie der erste Teil ist das eine zuckersüße Liebesgeschichte, wo wirklich die Autorin es geschafft hat, sie kurz und knackig zu erzählen, dass man nicht das Gefühl hat, es fehlt irgendwas. Oftmals hat man ja das Problem, dass man bei so kleinen, knappen, kurzen Büchlein sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt was. Entweder in den Szenen oder in der Entwicklung der Charaktere oder in der Entwicklung der Geschichte. Aber ich kann nur sagen, dass One Dream und One Love mir rundum wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Ich finde, die Autorin hat diese zwei Geschichten kurz, knackig, trotzdem sehr, sehr witzig und süß und niedlich erzählt, sodass man halt wirklich nicht das Gefühl hat, man liest jetzt halt hier nur 200 Seiten und man hat das Gefühl, okay, es fehlt irgendwas. Also das ist bei den Büchern bei mir gar nicht gewesen. Was die Handlung in diesem Buch betraf, hat mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es gut, wie sich das Buch entwickelt hat. Ich fand es gut, dass wir hier rückblenden drin haben und dass wir erfahren haben, was mit den beiden vor 10 Jahren passiert ist. Und ja, was die Handlung in den Verlauf der Geschichte betraf, hat es mir sehr, sehr gut gefallen und da kann ich mich absolut nicht beschweren. Es ist eine, wie gesagt, zuckersüße, niedliche Liebesgeschichte mit Erotik, das sollte ich dazu auch sagen. Und was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass Penny mir sehr, sehr sympathisch war. Ich habe schon das ein oder andere Mal mit ihr so Fremdschämen-Momente gehabt und habe gedacht, oh mein Gott, nein, die Arme. Und dachte so, oh Gott, Boden, tu dich auf. Und ja, also ich war da auf jeden Fall auch komplett voll bei Penny und ich finde, wie gesagt, sie ist eine sehr, sehr sympathische Protagonistin in dieser Geschichte und auf der anderen Seite haben wir Gabriel, wo man am Anfang so denkt, so, oh, du Dummbrot, du Dummbrot, du Dummbrot und man möchte ihn gerne schütteln und ihm was vor den Kopf klatschen und sagen, ah, warum verstehst du das nicht? Also, was das betrifft, war ich auf jeden Fall auch voll bei den Charakteren in dieser Geschichte und ich finde, Penny und Gabriel haben diese Geschichte wirklich sehr, sehr gut getragen und sehr, sehr gut. Man konnte sehr, sehr gut mit den beiden mitfühlen und man war gut in der Geschichte drin. Man war echt gespannt, was als nächstes mit den beiden passiert. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Von den Nebencharakteren hat mir das Ganze auch gut gefallen. Die Nebencharaktere, die in diesem Buch drin vorgekommen sind, haben ihre Rollen so am Rande gespielt. Sie waren jetzt nicht ausschlaggebend und extrem wichtig für diese Geschichte, aber sie haben das Ganze natürlich wieder komplementiert und rund gemacht und das hat alles, wie gesagt, gut ineinander gegriffen und das hat mir sehr gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns hier in New York. Muss ich noch was sagen? Nein, ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. New York! Ich liebe New York als Setting und ich finde es immer wieder toll, wie Autoren so verschiedene Ecken einem von dieser riesigen, wahnsinnig tollen Stadt zeigen können und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich konnte mir die Orte gut vorstellen, ich konnte mir die Szenenbeschreibung gut vorstellen, ich konnte mir die Stadt aus der Sicht von Lauren Blakely wieder richtig gut vorstellen, genau wie im ersten Teil ja auch schon bei One Dream und ja, was das Setting betrifft, habe ich auch absolut und überhaupt nichts zu meckern.
habe ich keinerlei Probleme gehabt, mir New York irgendwie vorzustellen. Aber ich glaube, bei dieser Stadt durften das die wenigen haben. Vom Schreibstil her haben wir wieder einen ganz einfachen, lockeren Schreibstil. Der Schreibstil ist natürlich streckenweise sehr, sehr sexy und verführerisch. Und es sind halt erotische Liebesgeschichten. Ich finde, die Autorin hat das alles gut beschrieben. Ich finde, die Autorin erzählt diese Bücher auf so eine lockere, leichte Art und Weise. Und man hat dieses Buch auch wirklich extrem schnell gelesen und extrem schnell durchgelesen, sodass man dann sagt, so nein, warum ist das schon vorbei? Ich möchte mehr lesen. Und das ist so das einzige Problem, was ich bei Lauren Blakely immer habe. Diese Bücher sind einfach zu kurz. Und man möchte einfach mehr. Und also ich kann im Großen und Ganzen wirklich nur sagen, dass One Love mir wieder richtig gut gefallen hat. Es ist eine ganz, ganz tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer wenn ihr solche Bücher mögt, schaut euch One Love auf jeden Fall an. Das ist eine Geschichte, die sich lohnt, auch wenn sie wirklich nur so kurz und knackig ist. Das war meine Buchvorstellung von One Love von Lauren Blakely. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.